die boxerische Linie sehen. Nur der Bue sah wirklich sehr, sehr austrainiert. Hier in der Düsseldorfer Philipshalle und zu Hause an den Bildschirmen RTL Television und die Sauerland Promotion AG präsentieren nun live den IBF-Weltmeisterschaftskampf im Supermittelgewicht über 12 Runden. Und damit rufen wir in den Ring der Düsseldorfer Philipshalle in die blaue Ecke den Herausforderer. We call the challenger in the blue corner, aus Köln, Sven Ottke. Jubel für die Ankündigung von Sven Ottke, dem Jungen aus Berlin, lange in Karlsruhe wohnhaft, nunmehr in Köln. Ein Familienvater, verheiratet mit Gabi, einer ehemaligen Spitzenschwimmerin, Vater einer Tochter, Rebecca. Ein Mann, der größte Erfolge als Amateur gefeiert hat, ich habe es angedeutet, war 11-mal Deutscher Meister, er war 2-mal Europameister, er war WM-Dritter. Ich weiche der akustischen Gewalt. Hier haben Sie eingeblendet den Rekord von Ottke. Seit 97 ist er Profi, also faktisch ein ganz junger Profi. Sein 13. Kampf, das soll natürlich heute kein böses Omen sein. Er hat nur 2-mal durch K.O. gewonnen. Er ist ein Stilist, er ist ein Mann, der seine Gegner auspunkten kann. Sein Rekord ist lupenrein. In der roten Ecke der Titelverteidiger. Coming to the red corner this time, the champion aus den USA. Herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Charles Brewer. Genauer gesagt aus Philadelphia, auch ein verheirateter Mann, auch Vater eines Kindes, da gibt es einen Sohn, Charles. Nobody said it would be easy. Der Meistergürtel wird vorne weggetragen. Ich glaube, diese Musik gibt mir eine Chance, ein bisschen drüber zu kommen. Ich kann Ihnen dann also sagen, dass dieser Charles Brewer nicht hauptberuflich Berufsboxer ist. Imponierenderweise ist das ein Computerfachmann, ein Programmierer. Das Boxen bringt ihm ein Zubrot und da er nun Meister ist, ein nicht zu knappes. Er hat, wie das in den Staaten üblich ist, einen Kampfnamen, einen Spitznamen, The Hatchet. Das heißt so viel wie das Hackbeil und Sie können sich vorstellen, was das zu bedeuten hat. Er sollte im Jahre 97 gegen den großen Ray Jones boxen, aber der ist gerade in dieser Zeit in das Halbschwergewicht abgewandert. Aber im Trainingscamp des Charles Brewer war an der Wand die Parole zu lesen, ich werde Jones vernichten. Hier seine Daten. Seit 89 ist er Profi, mit 19 wurde er schon Profi. 37 Kämpfe, 32 Siege, davon 22 durch K.O. Er hat 5-mal verloren. 180 Profirunden.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt bitten, sich noch einmal zu erheben anlässlich der Nationalhymne. Please stand up for the national anthems. Zunächst die amerikanische für den Ringrichter Randy Neumann und den Titelverteidiger. Und dann die deutsche Nationalhymne für Sven Ottke. Der Ringrichter Randy Neumann war ein sehr angesehener Schwergewichtsmeister. Dankenswerterweise werden die Hymnen neuerdings etwas gekürzt. Neumann, Ringrichter Neumann, war natürlich kein Meister, aber er war ein Spitzenboxer im Schwergewicht. Ich korrigiere mich. Deutsche Hymne wurde ein wenig abgeblendet. In der blauen Ecke, der Herausforderer im Kampf um die IBF-Krone im Supermittelgewicht, geboren am 3.6.67, brachte er beim gestrigen Wiegen 76 Kilogramm. Seine makellose Kampfbilanz, 12-mal stieg er als Profi in den Ring, 12-mal verließ er ihn als Sieger. Er will sie nutzen, die Chance seines Lebens. Aus Köln in der blauen Ecke. Das Phantom, Sven Ottke! Sie werden sich fragen, was heißt der Spitzname Phantom? Er soll sagen, dass Ottke einer der schnellsten Leute ist. Und das ist auch heute seine, ich möchte fast sagen, einzige Chance, seine unglaubliche Beweglichkeit, seine Fähigkeit, Treffern auszuweichen. In der roten Ecke der Titelverteidiger Charles Brewer wurde am 15. Oktober 1969 in Philadelphia geboren. Beim gestrigen Wiegen ging er ans Limit und brachte 76,2 Kilogramm. Seine Profibilanz 37 Kämpfe, 32 Siege, 22 Mal durch K.O. Aus Philadelphia, Pennsylvania, der Titelverteidiger, the IBF Super Middleweight Champion of the World, Charles the Hatchet Brewer. 2 Jahre jünger als Sven Ottke. Um das Gewichtslimit zu bringen, musste er seine Hose herunter. Lassen, respektive ausziehen auf der Waage gestern. Er trainiert bei, er wird gemanagt von Bobby Watson, trainiert in Augie's Gym in seinem Heimatort, dort wo der erste Film von Rocky gedreht wurde. Rocky 1. Der IBF-Kampf im Supermittelgewicht steht unter der Aufsicht der IBF und wird geleitet von Ringrichter Randy Neumann aus den USA. Die Punktrichter sind John Schill aus den USA, Luca Montella aus San Marino und Manfred Küchler aus Hannover. Sie sehen das Zeichen IBF, International Boxing Federation, die 3 Punkterichter, links der Deutsche. Ringfrei zur ersten Runde, Round 1. Und jetzt wird sich sehr, sehr rasch herausstellen, ob Brewer wie zuletzt kompromisslos in den Kampf geht, sofort mit Serien beginnt und ob Sven Ottke in der Lage ist, seine Schnelligkeit, seine Reaktionsfähigkeit gegen diesen Mann auszuspielen. Der Ring hat die erlaubte
Höchstgröße. Er hat die denkbar größten Ausmaße, die das Regelwerk noch zulässt. Das heißt, man versucht Ottke die Chance zu geben, zu tanzen. Der um einiges längere Amerikaner mit linken Geraden aus der Distanz. Eingemessen an dem, was wir zuletzt gesehen haben. Ruhiger Beginn. Schöne Aktion von Sven. Ottke boxt wie ein Herausforderer. Er trägt dem Amerikaner überraschenderweise den Kampf an. Aber natürlich in glänzendem Stil. Beachten Sie die Koordination von Oberkörper und Beinen. Die lange Linke des Amerikaners kommt aus der Überdistanz, trifft also nicht ins Ziel. Jeder Boxkampf hat seine eigenen, ich möchte das Wort Gesetze vermeiden, seinen eigenen Verlauf, denn der Bird, der zuletzt gegen Charles Brewer geboxt hat, hat sich zu dem hingestellt und hat auf ihn eingetrommelt. Und Brewer trommelte zurück, war in der zweiten Runde auch ein klein wenig angeklingelt oder sogar ziemlich und hat dann in der dritten Runde überzeugend durch Knockout gewonnen. Aber hier stellt sich natürlich Ottke überhaupt nicht dem Abtausch, sondern versucht, schwul zu boxen. Brewer findet nicht die Distanz. Jetzt hat er einmal getroffen. Aber dass der Mann boxen kann, sehen Sie auch heute. Ottke macht einen glänzenden Eindruck. Die neue Quattro von Black & Decker ist kein Bohrer, sondern eine Stichsäge. Auch nicht. Ein präziser Dreieckschleifer? Ein Akkuschrauber? Ein Werkzeug, vier Funktionen. Eine für alles. Die neue Quattro von Black & Decker. So einfach kann Heimwerken sein. Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker. Eine ganz normale Kleinstadt. Der perfekte Testmarkt. Keine Gnade. Feuer frei. Small Soldiers. Du hast gesehen, Bob. Er will nicht einschläfern. So, komm mal her. Sie haben es noch mitbekommen. So, der Trainer Uli Wegner sagt, er will dich einschläfern. Svenny, Charles Brewer hat doch ihn mit seiner Taktik nicht die Hände runternehmen. Runde 2. Statt zu allem entschlossen aus der Ecke zu kommen, hat der Hatchet Brewer abwartend geboxt. Mal sehen, ob er seine Taktik ändert. Immer wieder gute Reflexe bei Sven Ottke. Viermal hat Charles Brewer seinen IBF-Titel bereits erfolgreich verteidigt. Er macht keine Faust, die Handschuhe sind offen, das wundert mich ein wenig. Jetzt hat er zum ersten Mal mit einer Hakenserie mit der Linken angedeutet, was er drauf hat. Ganz sicher wird er jetzt das Tempo steigern.
In dieser zweiten Runde zeigt sich Sven Ottke ein klein wenig beeindruckt. Wie nicht anders zu erwarten war. Die Rahmen in die linke des Amerikaners ist glänzend. Der Mann kann boxen. Aber jetzt hat er sich überraschen lassen von einem ganz schnellen Angriff von Sven Ottke. Sven Ottke, wie gesagt, schlägt nicht hart, aber er schlägt genau. Und er schlägt nur dann, wenn er eine Chance sieht. Er boxt also ökonomisch. Wir können davon ausgehen, dass man die erste Runde mehrenteils 10-10, also unentschieden bewertet hat. Auch in der zweiten Runde hat er den anfänglichen Vorteil Brewers wettgemacht. Immer wieder gute Szenen, allerdings jetzt von Brewer. Es war nicht klar zu sehen, ob er auf der Innenbahn durchkommt. Die Fäuste waren geschlossen, schnelle Schläge von Ottke. Er könnte die zweite Runde gewonnen haben. Von Ottke. Die dritte Runde in der Düsseldorfer Philipshalle, in der schon Graziano Rocchiciani und Henry Maske Weltmeister geworden sind. Ein wenig irritiert bin ich, dass Charles Brewer nicht das boxt, was man zuletzt von ihm gesehen hat. Er macht nicht den Versuch, Ottke im Infight zu stellen. Im Gegenteil. Im Gegenteil, er überlässt ihm die Initiative, jetzt allerdings fightet er zurück. Die Schlagkraft dieses Charles Brewer ist enorm. Sie ist der des Sven Ottke deutlich überlegt. Das müssen wir immer bedenken. Ottke geht das weit größere Risiko ein. Die Ehefrau naturgemäß besorgt. Ja, Ottke sollte nicht die Übersicht verlieren. Ziemlich verzweifelte Zurufe aus der Ecke. Er soll nicht fighten. Aber das sagt sich so leicht. Wenn Brewer will, dann erzwingt er den Abtausch. Der Amerikaner macht den Kampf. Nicht wild, nicht unüberlegt. Sein Trainer oder er sich selbst haben sich auf Sven Ottke sehr, sehr gut eingestellt. Nach einem ziemlich harten rechten Treffer hat Ottke sofort zurückgeschlagen und zwar vehement. Und der Amerikaner hat ihn daraufhin etwas ausgehoben, aber das ist nur scherzhaft gewesen. Ja, diese Rechte sollte er nicht kriegen. Die Runde müsste an Brewer gegangen sein. Ist richtig los. Die letzten Worte des Trainers in dieser Ringpause.
Sehen Sie, da haben wir uns alle ein wenig vertan. Wir haben angekündigt einen Kampf Boxer gegen Fighter. Und was sehen wir? Einen Kampf Boxer gegen Boxer. Hank, come out, look out, stop punching. Step back. Sven Ottke hat ja auch schon im Halbschwergewicht geboxt, war der deutsche Meister, hat den Titel aber zurückgegeben. Er fühlt sich ja doch im Supermittel wohler. Drei seiner vier Titelverteidigungen hat Charles Brewer vor der Zeit gewonnen. Tiefer Kopf, das soll er nicht machen. Eine glänzende Szene von Sven Ottke. Eine einigermaßen mir nicht ganz erklärliche Passivität bei Brewer. Was ist mit Charles Brewer los? Sein großes Vorbild ist Sugar Ray Robinson, aber an den kann er im Augenblick in keinster Weise erinnern. Eine gute Runde für Ottke. Aber immer wieder zuckt die Führungshand. Und Ruhe auf mit dem linken Haken, vor dem muss sich Sven Ottke hüten. Das war der finale Schlag gegen Bird. Hey, stop fighting, stop fighting. Let him go. Step back. Each man, one step back. Very good. Ich denke wieder unentschieden. Richtig, Junge, das war das Letzte, was Sven Ottke gehört hat. Und er macht es richtig. Nicht so richtig macht es Charles Brewer, aber das soll unsere Sorge nicht sein. Er überlässt Sven Ottke gelegentlich die Initiative. Bleibt passiv. Markus Beyer hat gegen Charles Brewer gespart und hat Wunderdinge von dessen Härte erzählt. Dass Sven Ottke glänzend austrainiert ist, steht außer Frage. Aber man darf sich auch bei Brewer keineswegs darauf verlassen, dass er konditionell abbaut. Er ist schon mehrfach über 12 Runden gegangen. Break, stop punching, step out, step out. Let's go, move on. Der Trainer, Sandy, rechts unten, noch sparsamer. Eingeschnitten, sparsamer. Oh, halte fest, oh! Nicht Svenny! Sei auf der Innenbahn! Bleib auf der Innenbahn. Keine Hakenserien. Das ist die Domäne des Amerikaners. Was wir hier kaum sehen können, Charles Brewer hat am Bauch eine Narbe. Eine Schussverletzung nach einer Schlägerei mit seinem 17, 18 Lebensjahr haben die Gegner geschossen. Die Kugel steckt, aber sie ist harmlos. Sie bleibt drin. Ein Souvenir. Ein merkwürdiges. Wieder etwas Dynamik bei Charles Brewer. Aber Ottke steckt überhaupt nicht zurück. Wie
wie die linke vom Brewer aufzuckt, ist Ottke weg. In den meisten Fällen mit Erfolg. Jetzt hat er eine rechte zum Körper genommen, die scheint wehgetan zu haben. Aber schon kommt wieder eine gute über die Schulter gezogene rechte von Ottke. Jetzt wieder der US-Amerikaner. Ein farbiger Kampf, ein schneller Kampf. Und eben überhaupt keine Keilerei. Und es scheint auch diese Runde offen zu Ende zu gehen. Das heißt, wenn wir annähernd richtig punkten, steht der Kampf spitz auf Kopf. Kopf, nun, den hat Charles Brewer auch. Ich habe Ihnen gesagt, er ist Computerprogrammierer und besucht demnächst einen Fortbildungskurs. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Boxern ist die Amateurkarriere. Charles Brewer, 17 Kämpfe, 15 Siege und wurde dann Profi. Dagegen Sven Ottke, 330 Amateurkämpfe, 286 Siege. Sieben Zentimeter länger ist Charles Brewer, aber er kann mit dieser größeren Körperlänge nicht viel anfangen. Noch nicht. Wir wollen es nicht verschreien. Der Manager. Für den das natürlich heute ein ganz, ganz wichtiger Kampf ist. Der Sauerlandstall braucht einen Champ. Braucht eine Führungsfigur. Glänzende Szenen von Ottke. Er trifft, aber jetzt Aktivität bei Brewer. Wilde, unkontrollierte Haken. Brewer trifft nicht. Ottke weicht gut aus. Brewer scheint am linken Auge leicht verletzt zu sein. Wir werden das sicher bald in einer näheren Einstellung sehen. Also wie auch immer die Sache endet, bis jetzt boxt Ottke wirklich den Kampf seines Lebens. Er macht alles, um diese große Chance wahrzunehmen. Aber nicht ganz erklärbar ist mir der amerikanische Stil. Stellt sich Brewer auf die 12 Runden Distanz ein? Hat er Angst, sich mit Hakenserien so auszugeben, dass dann der Techniker Sven Ottke in den letzten Runden das Übergewicht bekommt? Das kann die taktische Überlegung sein. Die letzten 20 Sekunden der Runde 6. Der Ex-Schwergewichtler trennt und der Körpereinsatz verschafft sich Respekt. Ja, Applaus der Ehefrau. Und Round 7. Konzentriert bleiben, ja? Wann wird der Amerikaner nervös? Wann hat er das Gefühl, er kann diesen Kampf nur dann sicher gewinnen, wenn er fightet? Er boxt mit Ottke. Und Ottke ist eben ein exzellenter Boxer. Was er eben wieder unter Beweis gestellt hat. Jetzt hat er eine Rechte nehmen müssen. Durch Klammern die Aktion des Charles Brewer erstickt.
All right, stop wrestling. Step back. Good. Also Charles Brewer wirkt nicht souverän. Entweder er ist heute nicht so gut wie zuletzt oder der Gegner lag ihm extrem gut. Jetzt hat er wieder getroffen. Die linke Führungshand von Brewer kommt nicht hin. Ottke ist mit den Beinen gut unterwegs. Immer beweglich. Der Amerikaner versucht sehr viel am Körper. Er möchte die Deckung runterziehen, um dann endlich eine freie Bahn für den Seithaken zu haben. Aber Ottke macht ihm den Gefallen nicht. Sehr häufig treffen sie zugleich. Natürlich sieht das begeisterte Publikum nur den Treffer des eigenen Mannes. Das ist ganz natürlich. Ja, wir sehen einen exzellenten Kampf, meine Damen und Herren. Ich bin ziemlich sicher, Sie sind meiner Meinung. Und nach wie vor ist er völlig offen. Musst du die Gegenaktion machen? Nur zwei, dreimal, dann ist das gut, mein Junge. Ich wollte den Trainer nicht unterbrechen. Es ist zu nah davor, ja? Ein guter Psychologe. Thorsten May war zu sehen. Kurz zuvor hat Uli Wegner noch gesagt, es verlässt ihn die Kraft. Also, wir können uns im Namen von Sven Ottke nur wünschen, dass er recht hat. All right, let him go. Get out of there. One man's locked up. Step back. Resolut. Neumann, der sich nicht Newman ausspricht, sondern Neumann. All right, that's enough. That's enough. Stop punching. Get out of there. Workout, workout. All right, that's it. Stop punching, get out. Unkontrollierte linke Haken. Und wieder schlägt er in die Luft, dort steht keiner. Der bewegliche Ottke bietet kaum ein Ziel. Aber natürlich muss er ständig auf der Hut sein. Und ich könnte mir vorstellen, wie er einmal kurz paralysiert ist, nimmt Brewer die Chance wahr. Stimmt die Distanz nicht, der kommt nicht hin. Frage an alle Damen von dem Bildschirm. Möchten Sie Ehefrau eines Berufsboxers sein? Das erfordert sicher Größe, diese Partnerschaft. Ich möchte die Leistung von Ottke nicht schmälern, aber Brewer enttäuscht. Ein Wischer, nicht exakt getroffen. Jetzt gute Szenen. Brewer kann mit der Führungshand schlagen. Das ist eine große und seltene Kunst. Und zwar 3-4 hintereinander. All right, get out of there, get out of there. Work, let him go, Sven, let him go. Stop punching, Charlie. All right. Kleine Vorteile für Brewer. Sie haben das Fragezeichen gehört.
schwer zu punkten. Ottke sind Informationen gekommen und sie lauten, der Kampf steht unentschieden auf den Zetteln der Punkterichter. Das, was wir auch vermutet haben. Und jetzt wird der Charles Brewer energisch. Jetzt putscht er so, wie wir befürchtet haben, dass er es von Anfang an tut. Er hat gehalten und geschlagen. Er hat Ottke in den Schlag hineingezogen. Sehr fair von dem amerikanischen Ringrichter Neumann, das sofort zu ahnden. Aber jetzt macht er Druck, denn die Ecke war laut. Sein Trainer war sehr, sehr laut und sehr unzufrieden in der letzten Rundenpause. So, das ist jetzt Charles Brewer, wie er sich zuletzt gezeigt hat. Und jetzt kommt es darauf an. Kann Ottke so schnell bleiben wie in den ersten Runden? Im Augenblick sieht es so aus. Er tanzt weg. Er entzieht sich. Watch your hands, watch your hands, watch your hands. Oh, schöne Rechte von Ottke. Den linken Haken schön geblockt. Der Lahn bei Charles Brewer ist wieder dahin. Gute Aktion auf der Innenbahn von Sven Ottke. Der Haken ins Leere. Wäre nicht so ganz. Jetzt war er wieder weg. Die letzte Minute der neunten Runde hat begonnen. Noch ist es offen, ob der deutsche Supermittelgewichtler Sven Ottke es schaffen kann, einen Welttitel eines angesehenen Verbandes zu gewinnen. Noch ist es offen. Aber träumen ist erlaubt, träumen ist legitim, denn es ist im Bereich der Möglichkeit. Sie hören den Sprechchor. Jetzt wieder eine sehr, sehr gute Aktion von Ottke, vom Publikum bejubelt. Nach wie vor kein klarer Vorteil. Aber gut. Die musst du jetzt gewinnen. Wir haben, was wir nicht dürfen, aber dennoch tun, einen Punkterichter über die Schulter geschaut. Und zwar dem amerikanischen. Der hat den Brewer 3 Punkte vorne. Aber natürlich durchaus denkbar, dass der deutsche Punkterichter ein wenig anderer Meinung war. Also liegt es am dritten. Es bleibt spannend, schön. Keine Reaktionen bei Brewer. Die hat er jetzt ziemlich regungslos genommen, was Ottke da geboxt hat. Und wieder. Alright, let him out of there, let him go. Good job. Tiefer Kopf, nicht festhalten. Boxer lösen sich von selbst. Ottke beherzigt. Kommando, er ist initiativ. Und er trifft ganz gut. Er kann Serien schlagen, ja. Beherrscht das Repertoire von A bis Z. Der Amerikaner wirkt leicht ermüdet. Kommt dann noch eine Steigerung. Der linke Haken wieder ins Leere. Break, step back.
nicht mehr so explosiv, die Haken von Brewer. Ein bisschen geschoben. Die beiden gehen an Höllentempo. Das Tempo erzwingt Ottke. Er zwingt Brewer, sehr schnell nachzugehen, weil er sich so gut bewegt. Und immer wieder links, rechts. Und er kommt auf der Innenbahn durch. Brewer versucht es mit Einzelschüssen. Und er trifft abermals nicht. Ottke hat fraglos von den zurzeit aktuellen deutschen Spitzenboxern die beste Beinarbeit. Er sollte diese Runde gewonnen haben und ein wenig aufgeholt. Lass die rechte nahe beim Kinn. Wenn dieser Kampf so weiterläuft wie bisher, wird das ein interessantes Urteil, ein knappes Urteil. Die Spannung steigt. Es ist ein würdiger Titelkampf. Es ist ein Spitzenkampf. Rechts unten. Nur keinen Volltreffer kassieren. Die rechte oben lassen. Jetzt hängt sie ein bisschen runter. Aufpassen. Verzweifeltes Klammern im Augenblick. Der Ringrichter spricht viel, aber er agiert gut und energisch und genau. Ja, 1, 2, 3, 4. Vier Haken zum Körper. Diese 11. Runde bis jetzt offen. Ah, ja. Der eine geht mit dem Kopf tief, der andere nützt das aus und drückt ihn runter. Wir sind in der vorletzten Runde. Ein Brewer will gewinnen. Kein Grund für Mätzchen. Ist er sich seiner Sache sicher? Er ist der Champ. Sven Ottke ist der Herausforderer. Sven Ottke muss überzeugen. Ja! Ein glänzender Überfall. Er hat zunächst fintiert und dann kam 1, 2, 3. Der Kampf steigert sich noch. Und nach dieser 11. Runde weiß man noch nicht, wer gewonnen hat. Die vorgeschriebene Zeremonie vor der letzten Runde. Und Brewer macht noch einmal Dampf. Er versucht es wenigstens. Wie auch immer dieser Kampf ausgeht, Sven Ottke hat im Profi-Ring jedenfalls mich zum ersten Mal voll überzeugt. Es ist von ihm heute etwas ausgegangen.
hier abgeduckt. Ist und der Haken ging über den Kopf und die Aktionen von Brewer nicht mehr klar. Keine exakten Treffer und auch nicht sehr viel Aktivität. Wieder ohne Worte. Immer wieder mal ein zählbarer Treffer von Ottke. Jetzt ist er der Chef. In dieser Phase ist er der Chef im Ring. Ein erstaunter Blick von Brewer. Was ist los? Was will der Ringrichter von mir? Er will eh nichts. Hat dieser Mann eine Kondition? Forciert in der 12. Runde. Den Titel für Ottke für möglich. Aber es gab da manche Runden, die man so oder so sehen konnte. Ein Punkt der Richter. Scheint ein Unentschieden errechnet zu haben. Wenn mir das die Spirn richtig mitteilen. Diese 12. Runde muss man für Ottke werten. Wir sind gespannt. Der Kampf ist zu Ende. Zwei Boxer reißen die Arme hoch. Frau Ottke ist vom Titel ihres Mannes überzeugt. Der Trainer Uli Wegner auch. Haben die Informationen? Sauerland sieht aus wie der Manager des Siegers. Wir verschreien hier nichts, aber wir deuten die Bilder. Umarmung. Wegner ist zufrieden. Wegner will gewonnen haben. Glaubt gewonnen zu haben. Ottke in Siegerpose. Was hören wir? Eine Spitzenszene von Sven. Erinnerungen an Maske Seeking Prince Williams werden wach. Frau Ottke, gespannt, aber optimistisch. Sven Ottke kann stolz sein. Es war ein großer Kampf. Es war sein bester Kampf, ich habe es gesagt. Die Gerüchte schwirren, aber er dürfte gewonnen haben. Anders kann ich mir diesen Optimismus, diese Strahlen nicht erklären. Eben kommt vom Manager aus dem Ring gewonnen und auch die Pose des Matchmakers Nartz sagt nichts anderes. Warten wir auf das detaillierte Ergebnis und freuen wir uns einstweilen und hoffen, dass wir hier keine Gerüchte verbreiten. Das Ergebnis. Und hier, meine Damen und Herren, das Urteil des Kampfgerichts. George Hill aus den USA wertet den Kampf 117 zu 111 für Charles Brewer. Luca Montella aus San Marino wertet den Kampf 113 zu 115 für Sven Ottke. Es fehlt der Deutsche, Ottke hat gewonnen. Aus Hannover wertet den Kampf 112 zu 116. Neuer IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht aus Köln, Sven Ottke! Die Wertung des Amerikaners kühn. Die anderen beiden
Punkterichter sind anderer Meinung. Die Höhe dieser Wertungen wird zu untersuchen sein. Einstweilen Glückwunsch an Sven Ottke, den Weltmeister der International Boxing Federation. Hier der Gürtel. Das deutsche Berufsboxen, im Speziellen der Sauerlandstall, hat wieder einen Champ, einen Spitzenmann. Und Ottke hat sich das verdient. Es ist dem 31-Jährigen zu gönnen. Ein erstklassiger Sportsmann, ein sympathischer Kerl, ein Könner. Eine glückliche Ehefrau. Interview, Kai Ebel. Ja, ich habe einen völlig erschöpften Sven Ottke bei mir. Sven, wie fühlen Sie sich denn als neuer deutscher Boxheld? Also erstmal sehe ich mich nicht als Boxheld. Ich muss erstmal die Sache verarbeiten. Ich bin klinisch tot, will meine Ruhe haben und das alles. Aber ganz kurz noch, Sie haben die letzte Nacht kaum geschlafen und dann so eine Energieleistung. Wie geht das? Ja, in erster Linie arbeite ich natürlich hart mit meinem Trainer zusammen. Und mein Trainer treibt mich immer wieder nach vorne. Er ist einfach einzigartig. Und deshalb war heute diese Kraftleistung möglich. Danke, Sven Ottke. Ich glaube, Sie brauchen alle Luft jetzt zum Atmen. Jetzt gucke ich einfach mal hier ein bisschen durch den Ring, ob wir den Trainer auch finden, den Vater des Erfolges. Deswegen gehen wir einfach mal quer durch. Und da ist er in der blauen Ecke, wo er hingehört. Uli Wegner, versuchen wir mal sachlich zu bleiben bei all den Gefühlen. Gründe für diesen fantastischen Erfolg. Na, ich habe das ja schon in den letzten Wochen betont. Wir hätten das nicht akzeptiert, wenn wir uns keine Chance ausgerechnet haben. Ich muss sagen, war ein toller Kampf von beiden Seiten. Letzten Endes hat Svenny seine Taktik der Entscheidung gegeben. Und ich glaube, wir können alle in Deutschland recht glücklich sein. Und ich glaube, wir im Sauerlandstall sind stolz auf den Sven Ottke. Ab wann war Ihnen klar, das ist es? Ja, kritisch hat er nochmal in der 8. Runde. War es nochmal. Ich muss sagen, ich habe von Anfang an den Sieg geglaubt. Wir wussten, dass es schwer wird, das habe ich ja schon öfter betont. Ich möchte aber hier an dieser Stelle seine Ehefrau meinen herzlichen Dank sagen, die in letzter Zeit so mit mir zusammengearbeitet hat, dass Svenny diesen Erfolg hat. Toll. Ein Wort noch zur Atmosphäre in der Halle bei so einem WM-Kampf. Wir lassen den Applaus natürlich erst noch ein bisschen, den wohlverdienten Applaus verhallen. Den haben Sie sich gut verdient, genau wie der Sven. Ja, wie fanden Sie die Atmosphäre? Ein großes Dankeschön an das Publikum in Düsseldorf. Und wir haben jetzt schon wieder den dritten Weltmeister in Sauerlandstadt.